Hi und herzlich willkommen zur ProVita Lebensfreude Lounge mit den Sacred Conversations zwischen Mutter und Tochter. Dieser Podcast ist von und mit uns Irmgard Anna Bronder und Madeleine Viola Milena Ries. Wir wollen dich dazu inspirieren, mehr Freude, Spaß und Leichtigkeit in dein Leben zu lassen. Wir möchten für dich die Einladung sein, dich wieder lebendig zu fühlen und deine eigene wahre Größe zu erkennen. Unsere Absicht liegt darin, unsere eigene Wahrheit auszusprechen und zu teilen und dich dazu zu ermutigen, dasselbe mit deiner Wahrheit zu tun. Fühl dich frei, dich selbst zu finden und den schönsten Moment der Welt zu erleben. Das jetzt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lebensfreude Lounge unseres Podcasts Sacred Conversations zwischen Mutter und Tochter. So schön, dass du wieder zugeschaltet bist, uns hier zulauschst oder auch zuschaust, auf welchem Kanal du auch immer uns hier abonniert und entdeckt hast. So schön, dass du da bist. Und heute sprechen wir über ein Thema, was vermutlich nichts Neues für dich ist, was aber so viel mehr Potenzial noch in sich birgt, um wirklich dem Leben die von Herzen gewollte Richtung zu geben. Da ist mir auch, weiß nicht, wie es bei dir, Madeleine, ist, in den letzten Tagen nochmal so viel mehr bewusst geworden, wo ich mich selbst nochmal an der Hand nehmen durfte und mich noch ein bisschen tiefer nochmal damit beschäftigen durfte und schon direkt gemerkt habe, wie es nochmal sensationell das Universum agiert und Dinge liefert. Es geht um das Thema Dankbarkeit. Es geht um das Thema Dankbarkeit. Und vermutlich könnte es sein, dass der Kopf jetzt sagt, ja, ich bin dankbar. Ja, ich mache ja Dankbarkeitsbuch, schreibe jeden Tag Dinge auf oder denke jeden Tag an Dinge, für die ich dankbar bin und. Und da würde ich jetzt gerne mit euch hier mal oder wir zusammen mal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Weil zum einen, jede Unzufriedenheit ist eine Art von Undankbarkeit. Jedes Mal, wenn ich unzufrieden mit etwas bin, sende ich ja auf gewisse Ebene Mangel ans Universum raus. Aufmerksamkeit ist auf den Dingen, die noch nicht so sind. Das ist so. Ich will jetzt keine besonderen Ausdrücke dafür nutzen. Du hast deinen eigenen Ausdruck dafür, wie du es gerade findest. Und das senden wir ja damit aus. Und Dankbarkeit wirklich auf allen Ebenen seines Seins zu fühlen, beginnt nicht damit, dass wir ein Dankbarkeitsbuch schreiben und den Rest des Tages dann in der Unzufriedenheit sind, sondern wirklich auch ein Dankbarkeitsbuch dahingehend zu führen, dass wir auch begründen, warum wir für etwas dankbar sind, dass wir für unseren Qualitätsoberbeauftragten, damit der sich auch mit im Boot fühlt und er Gründe finden kann, warum wir jetzt gerade dafür dankbar sind, und das dann auch zu fühlen. Beispiel, ich habe ja gerade noch ein Glas stehen, da ist noch ein bisschen Zitronenwasser drin. Ich kann dankbar dafür sein, dass ich dieses Glas mir mal kaufen konnte. Es hat mir gefallen, ich hatte die Geldenergie, um mir das Glas zu kaufen. Ich kann dankbar dafür sein, für die Menschen, die überhaupt dafür gesorgt haben, dass das Glas irgendwann mal produziert wurde. Ich kann dankbar dafür sein, dass dieses Glas produziert wurde und dann natürlich auch mit relativem Aufwand ins Geschäft transportiert werden musste, auch wiederum von Menschen, die das ausgepackt haben, ins Regal gestellt haben, damit ich es aus dem Regal rausnehmen kann. Ich kann dankbar dafür sein, dass ich an der Kasse das Geld in die Hand nehmen darf, um das zu bezahlen. Ich kann dankbar dafür sein, dass es überhaupt das Geschäft gibt, damit ich an das Glas rankomme. Ich kann dankbar dafür sein, dass ich vorhin am Wasserhahn war, frisches Wasser habe laufen lassen und dann auch noch eine Zitrone da reinpressen konnte. Ich kann dankbar für Mutter Erde sein, die überhaupt sowas produziert wie Zitronen. Ich kann dankbar sein für den Bauer und. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Merkst du, dass das auf einer anderen Ebene Dankbarkeit ist? Und bei dir, Madeleine, sind auch ein paar Dinge wahrscheinlich gerade bewusst geworden. Ne? Ich gebe gerne mal an dich weiter. Ja. Unsere Gedanken kreieren ja unsere Welt. Ne? Also, um das mal kurz runterzubrechen, wir denken etwas, dadurch entstehen Gefühle,
Durch die Gefühle fangen wir an zu handeln und unsere Handlungen bringen Ergebnisse in diese Welt. Das heißt, der Ursprung von allem liegt ja in dieser geistigen Welt, also in den Gedanken und in den Gefühlen vor allem, weil die ja das Handeln anregen. Und wenn wir es mal von dieser Warte aus sehen, von dieser Perspektive aus sehen und ich die ganze Zeit irgendwie mit irgendwas unzufrieden bin, genauso wie du sagst, Unzufriedenheit ist eine Art von Undankbarkeit. Ne? Wenn ich mit irgendwas unzufrieden bin, dann drücke ich damit meine Undankbarkeit aus. Und dann fühle ich mich undankbar und unzufrieden. Und dann handle ich daraus. Vielleicht versuche ich was zu retten. Vielleicht handle ich mit so einer, ne, Energie. Und dann habe ich auch dementsprechend Ergebnisse in meinem Leben. Wenn ich mich aber darauf konzentriere, positive Gedanken zu denken, dankbare Gedanken zu denken. Und vor allem, wenn ich mir mal solche Sachen bewusst mache, dass das Glas, das, aus dem ich trinke, das hatte ja einen weiten Weg zu mir, ne? Oder oft ist es ja auch so, dass man irgendetwas bekommt, was, keine Ahnung, ich nehme jetzt mal meinen Computer als Beispiel. Als ich den neu gekauft habe, das war so, wow, tolles Gefühl und so, ne? Ich habe den, das war das erste Mal so. Einfach im Geschäft Einmalzahlung, gar kein Thema, ne? Und ich bin damit nach Hause und habe das mit meinem Partner zusammen, den eingerichtet und so weiter und so fort. Und ja, mittlerweile behandle den nicht undankbar. Aber es ist so normal. Wir dürfen uns immer wieder daran erinnern, dass die Dinge ja auch irgendwie zu uns gefunden haben. Dass wir dankbar dafür sind, für das, was wir haben. Und die Sache ist, wenn ich mich zu sehr darauf konzentriere, was nicht läuft und was noch nicht so toll ist, oder auch wenn ich hingehe und sage, ja, mein Leben ist schon toll, aber es gibt noch diese eine Sache, die hätte ich gern anders. Da ist schon gleich das Aber, das alles negiert, was du vorher gesagt hast. Also mein Leben ist klasse und supi und hier ist toll und das ist toll, aber alles negiert. Wir fokussieren uns auf diese eine Sache, die nicht so läuft. Und diese eine Sache, die kann den kompletten Rest verpesten, sage ich mal. Ne? Und Gesetz der Anziehung, das, was ich, wo ich meinen Fokus drauf habe, kreiere ich. Habe ich den Fokus auf diesem einen Schlechten, kreiere ich mir mehr von diesem Schlechten. Schlecht ist ja auch nochmal eine Bewertung. Ne? Die Sache ist, wenn ich so sehr versuche, eine kleine Sache in meinem Leben zu ändern und trotzdem sage, irgendwie alles ist ansonsten gut, aber ich konzentriere mich den ganzen lieben langen Tag nur darauf, dann wird das andere früher oder später zusammenbrechen, wenn ich meinen Fokus nicht ändere und wenn ich nicht anfange, auch dafür wieder dankbar zu sein. Und wir kommen immer wieder zum Ursprung zurück. Wir fangen an, dankbar zu sein für die Sonne, die scheint, für den Regen, der fällt und die Pflanzen gießt und so. Wir sind dankbar für fließend Wasser und so weiter. Dann passieren magische Dinge in unserem Leben. Wir bekommen irgendwas auf magische Weise. Etwas findet zu uns. Wir spüren die Führung durchs Universum. Wir erreichen Großes. Und dann sind wir schon wieder, dann kann es passieren, dass wir wieder in diese Schiene geraten, wo wir dann merken, ah, jetzt aber nur noch das Nächste und das Nächste. Und ich habe doch schon so viel erreicht und so, jetzt brauche ich aber den nächsten Schritt nochmal. Und dann vergessen wir wieder Dankbarkeit. Und dann dürfen wir wieder von vorne anfangen und wieder dankbar sein für die Dinge, die schon da sind, die immer da sind. Die Sonne, die scheint, Regen, der fällt. Genau. Und das kann man auch nicht nur mit Dingen machen, sondern auch mit den Menschen, die einen umgeben. Wann haben wir zum letzten Mal tiefe Dankbarkeit für den Partner gespürt oder für unsere Kinder oder für die eigenen Eltern, für die Freundin, für den Bekanntenkreis, für die Menschen, mit denen man sich regelmäßig trifft, die man sieht und, und. Auch da dürfen wir uns mal Einladung an dich darin üben, vielleicht nochmal das schriftlich machen. Menschen aufschreiben, für die du wirklich dankbar in deinem Leben bist, weil auch da geschehen auch schon mal wundersame Dinge, wo sich dann plötzlich Situationen ändern, weil
Ich hole jetzt mal so das Klassische, was jeder kennt. Ich nenne es jetzt mal so ein bisschen scherzhaft. Schwiegermutterbeispiel. Gibt ja oft so Diskrepanzen zwischen Schwiegertochter und Schwiegermutter, ohne jetzt näher drauf einzugehen. Aber selbst wenn es da Diskrepanzen gibt, es gibt ja auch viele positive Dinge, die ich an einem Menschen, nehmen wir jetzt mal die Schwiegermutter als klassisches Beispiel, was ich an ihr sehe. Und allem, was mir Aufmerksamkeit schenkt, bekommt Energie und wächst. Und wenn ich darauf die Aufmerksamkeit richte, naja, dann werden von diesen Dingen, jetzt mal bewertend auszudrücken, was ich als positiv sehe, die kann sich ja gar nicht anders verhalten, als so, wie ich es aussende. Das ist auch genauso mit den Kindern, aber bleiben wir bei dem Schwiegermutterbeispiel. Wenn ich an die denke und sofort geht dieses Gedankenkabarett los, die sollte doch, die müsste doch, die könnte doch oder was auch immer. Naja, die kann sich ja dann nicht anders verhalten, als so, wie sie sich verhält. Und so ist das mit allem. Deshalb Einladung an dich. Schreib dir gerne mal eine Liste mit Menschen auch auf, für die du dankbar in deinem Leben bist. Und geh mal in die Beobachterrolle, wirklich aus tiefstem Herzen dankbar. Und schreib auch eine Begründung dazu, warum du für sie oder für denjenigen, deinen Partner, die Kinder, wer auch immer, die beste Freundin dankbar bist. Mach's mit einer Begründung, schreib's dazu, weil damit geben wir dem Kopf einen Grund, eine Anleitung, Gründe zu finden, warum das so ist. Genauso das liebe Thema Geld, Rechnungen. Habe ich mich so sehr die erste Zeit dran geübt, wenn die Stromrechnung kam oder überhaupt, wenn ich mir was bestellt hatte und es ging darum, die Rechnung zu bestellen, dass ich dankbar war, wie lange ich und wie oft ich in einem Buch lesen kann, das ich gerade bekommen habe. Wenn ich eine CD bestellt hatte, also ihr merkt schon, ich spreche jetzt wirklich aus früherem Leben. Also, aber CD kennen wir ja noch alle, ne? Wie oft ich diese CD in den Player einlegen kann und diese Musik hören kann. Da war an Spotify noch lange nicht zu denken. Oder auch, welche Annehmlichkeiten ich habe, dass wenn ich Lust habe auf einen heißen Tee, dass ich Strom nutzen kann, einfach mit einem Schalterklick und mir heißes Wasser machen kann, um mir einen leckeren Tee zu bereiten und damit einhergehend auch dankbar bin für die Menschen, die es überhaupt ermöglicht haben. Wie viele hängen da an so einer Kette dran, dass ich so einen Teebeutel aus dem Schrank raushole? Und was ich bei mir gemerkt habe, wo ich mich manchmal gefragt hatte, warum flutscht's manchmal und warum hakt's manchmal? Wenn dann mal eine Rechnung kam, die aus meiner damaligen Sicht mal so ein bisschen höher angesiedelt war, dann habe ich gemerkt, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den ich jetzt heute mit euch hier teile, wie ich im Mangel bin. Wie sollte das jetzt funktionieren? Da ist dieser Tag dann und dann fällig, das muss dann und dann bezahlt werden und Mangel, Mangel, Mangel. Mir war das gar nicht bewusst. Statt jetzt mich auch für die Rechnung schon mal zu bedanken, was damit auch an Dienstleistung einhergeht und mich jetzt schon dafür zu bedanken, dass diese Geldenergie auf dem Weg zu mir ist, um die Rechnung zu begleichen. Das ist ein ganz, ganz enormer energetischer Shift. Und da merkst du schon, wie tief das mit der Dankbarkeit hier wirklich geht und was das alles wirklich dann verändert. Einladung, lass dich da drauf ein. Ja. Das, ich meine, wenn wir jetzt mal, also das Gesetz der Anziehung basiert ja darauf. Basiert ja darauf, dass wir das ausstrahlen, damit wir das empfangen, was wir wollen. Na? Wenn wir es jetzt aber mal, wenn wir das, dieses Gesetz jetzt mal beiseite lassen, dann weiß man doch aber auch, dass man viel, viel glücklicher ist grundsätzlich, wenn man dankbar ist. Gibt so ein Kalenderspruch, der aber sehr zutreffend ist. Es sind nicht die Glücklichen, die dankbar sind, sondern die Dankbaren, die glücklich sind. Und was ich auch kürzlich für einen Spruch tatsächlich von unserem Abreißkalender hier gelesen habe, was ich auch sehr, sehr, sehr sinnig und passend finde zu dieser Zeit, wo wir uns ja auch noch mal intensiver mit dem Thema der Dankbarkeit auseinandersetzen. Derjenige, der mit dem nicht zufrieden ist, was er hat, wird auch nicht damit zufrieden sein, was er sich wünscht. Das funktioniert nicht.
Dann versucht man nämlich ganz leicht, es ist so eine Falle, in die man gerne mal tappt, dass man sein Glück irgendwie in der Zukunft sucht oder in dem, was dann noch kommt. Gehen wir mal von einem Tagesablauf ab, ne? Ich stehe zum Beispiel auf und dann freue ich mich schon aufs Frühstück in einer Stunde oder sowas. Dann nach dem Frühstück freue ich mich schon auf, keine Ahnung, je nachdem, wie mein Berufsleben aussieht, freue ich mich vielleicht schon auf Feierabend, ne? Dann ist Feierabend, dann freue ich mich schon aufs Abendessen. Dann, keine Ahnung, irgendwie so, dass wir so einen Tagesablauf haben, oder am Montag freue ich mich schon auf den Freitag. Oder wir haben jetzt, wo wir das hier aufnehmen, haben wir März, ich freue mich schon auf den Sommer. Und dann immer in so einer Erwartung an die Zukunft. Immer so, ja, im Sommer, da geht es mir wieder besser, da ist es wieder warm draußen und so. Andere Garderobe ist angesagt und so weiter. Oder, ach, wenn mein Partner heimkommt, ne, dann geht es mir besser, dann bin ich nicht die ganze Zeit, keine Ahnung, dann ist mir nicht mehr so langweilig oder was auch immer. Und man sucht das Ganze dann immer so in der Zukunft. Das wird nicht funktionieren, weil vielleicht ist es dir auch schon mal aufgefallen. Ich hatte das schon öfter, dass ich irgendwelche Listen angeguckt habe, die ich vor Jahren geschrieben habe. Ziele-Listen. Das und das will ich haben. Und dann sitze ich irgendwie an irgendeinem Nachmittag da, finde diese Liste wieder, lese mir das durch und sehe, mindestens die Hälfte von dem, was da steht, ist erfüllt. Und dann bin ich für einen Moment so, ah, cool, ne? Schön. Aber ich habe es die ganze Zeit nicht gemerkt, weil ich die halt so sehr dann damit beschäftigt war, noch irgendwas zu schaffen, das nächste Ziel zu erreichen, noch irgendwas zu erreichen. Ich erwarte wieder etwas und ich möchte noch was haben. Und da eine Balance finden zwischen dem dankbar sein für das, was da ist, und wirklich dankbar sein, es fühlen und wirklich den gesamten Fokus darauf legen, dass ich unglaublich dankbar bin, diesen Computer hier nutzen zu dürfen. Aber nicht, und dann in der, auf der anderen Seite, natürlich dürfen wir auch Dinge anstreben, dürfen uns Dinge wünschen, dürfen uns auf den Weg machen, neue Ziele zu erreichen, neue Dinge zu erreichen. Darin liegt für mich so ein bisschen die Balance des Lebens. Aber wir dürfen das eine nicht außer Acht lassen. Und wenn wir das andere befolgen. Das ist ganz wichtig, weil sonst wird das, was wir auch erreichen wollen, wird ja dann auch nicht so toll sein, weil dann hast du es erreicht, dann kommt vielleicht so ein Gefühl von Erleichterung, aber nicht von purer Freude, sondern weil du bist die ganze Zeit so gerannt und dann hast du es erreicht. Oh, danke, ich habe es erreicht, schön. So, jetzt das nächste, bitte. Es wird dich nicht nachhaltig glücklich machen, aber was dich nachhaltig glücklich macht, ist die Dankbarkeit für den Moment jetzt. Weil du lebst ja auch nicht in der Zukunft. Die existiert ja gar nicht. Vergangenheit existiert auch nicht mehr. Das Einzige, was existiert, ist das Jetzt. Jetzt, wo ich hier rede und diese Folge aufnehme. Heute Nachmittag wird es ein Jetzt geben, wo ich was weiß ich mache. In 10 Jahren wird es ein Jetzt geben, wo ich was weiß ich mache. Aber was immer zählt, ist das Jetzt. Und in diesem Jetzt darf ich dankbar sein. Alles, was ich gerade da habe. Und wenn dir, manchmal kreieren wir uns Umstände in unserem Leben, weil uns langweilig ist. Weil, keine Ahnung, also es ist so ein unbewusstes Schema. Du hast das immer so schön gesagt. Kann es sein, dass du das kreiert hast, weil dir gerade langweilig ist oder so? Aber nicht, weil im Leben gerade nicht viel passiert. Dann kreiert man sich auf einmal wieder was. Ach, und es ist wieder was los. Nutz doch lieber die Zeit, wo du nichts zu tun hast damit, dass du dir mal überlegst, wofür kann ich alles machen. Und dann wird auch wieder was in deinem Leben passieren, aber vermutlich etwas, wofür du auch wiederum mega dankbar sein. Ja, gut, dass du das ansprichst. Ich glaube, die meisten, die uns hier folgen und regelmäßig hier auch den Podcast hören oder uns auch auf anderen Medien folgen, gehören zu denjenigen, die auch sehr vielseitig interessiert sind, die sehr wissbegierig sind und die auch gerne
viele Sachen auf einmal machen. Also da ist es langweilig, nur eine Sache immer am Start zu haben. Und zu mir hat man als Kind immer gesagt, jetzt bring doch mal eine Sache fertig. Du kannst nicht auf 10 Hochzeiten tanzen. Mach doch eins nach dem anderen. Ich bin aber tendenziell jemand, die gerne viele Dinge auch zusammen am Laufen hat. Sonst ist mir einfach langweilig. Ich kann mich an eine Situation erinnern, wo ich im Mentorprogramm war, also im Coachingprogramm. Und der Mentor hat gefragt, hey, ich lade euch ein auf eine Südseeinsel, 3 Monate Südsee. Wer ist dabei? 3 Monate Südsee, Hängematte. Ich habe mich nicht gemeldet und habe so rundum geguckt. Die meisten haben sich gemeldet und habe ich gedacht, ist mit mir jetzt was falsch? 3 Monate Südsee kann ich mir nicht vorstellen, Hängematte. Und dann hat er es aufgelöst. Und dazu gehöre ich definitiv. Ich kann 3 Tage Hängematte mal machen. Aber dann werde ich nervös, dann muss ich irgendwas kreieren, dann muss ich was machen, dann muss ich was handeln. Und wenn ich dann nichts zu machen habe, naja, dann mache ich irgendetwas, um mir Probleme zu erschaffen, damit ich was zu tun habe. Das macht niemand von uns bewusst, das machst du auch nicht bewusst, ja? Aber das ist so eine Instanz in uns für diejenigen, die einfach sehr vielseitig interessiert und talentiert sind. Da ist es einfach interessant, dass du abenteuerlustig bist, dass du viele Dinge am Laufen hast, was nichts mit Überforderung zu tun hat, sondern dann, es geht auch darum, mal die Seele baumeln zu lassen, ja. Aber nur das eine Ding, schwarz-weiß gesagt, einen Aktenordner immer von links nach rechts verschieben und dann von rechts wieder nach links, das ist nun mal nicht dein Ding. Du brauchst Aufgaben, du brauchst Vielseitigkeit, sonst langweilst du dich und dann erschaffen wir uns Dinge, Probleme auf der unbewussten Weise, damit wir wieder was zu tun haben. Und sei es Probleme dahingehend, dass wir unzufrieden sein können und so drehen wir uns im Hamsterrad. Deshalb wollten wir das Thema heute auch mal durchleuchten unter den Aspekten, wie tiefgehend das mit der Dankbarkeit wirklich sein darf. Und was du, Madeleine, gesagt hast, ich finde das immer so toll, wie viel wir unserem Sprachjargon entnehmen können. Wir freuen uns auf den nächsten Urlaub oder aufs Wochenende und warten aufs Wochenende. Wir warten auf den Urlaub. Wir warten auf dies und jenes. Naja, was steckt da drin? Warten. Stillstand. Warten im übertragenen Sinne. Und jetzt finden so viele wundersame Dinge statt, die ich gar nicht sehe, die aber da sind. Das ist so, so hilfreich, das unter den Aspekten mal zu sehen. Und alleine, weil wir hier sprechen können, dürfen wir dankbar sein. Weil mein ganzes System, ich atme, dafür darf ich dankbar sein. Sauerstoff zum Atmen ist da. Ich muss noch nicht mal dran denken. Mein Herz, das schlägt, das pumpt, zirkuliert den Blutkreislauf. Muss ich noch nicht mal dran denken, geschieht einfach. Wenn ich hier reingucke, meine Augen wissen genau, wie die Linse einzustellen ist, dass ich hier klar sehe, wenn ich aus dem Fenster gucke, wissen meine Augen ganz genau, wie es ist, da den Baum, die Wiese, was zu sehen. Was für ein Wunder, was für wundersame Dinge sind da, für die wir jederzeit dankbar sein können. Wenn wir einen Kleiderschrank aufmachen, wir haben Kleider da drin hängen, die uns wärmen. Und die Dinge, die dann immer so prickelnd finden. Ich spreche jetzt gerade Kleiderschrank an, weil ich gerade an meinen früheren Kleiderschrank, in meinem früheren Leben denke. So 3 Flügel, vollgepoppt mit Kleidern. Aber wenn ich die Tür aufgemacht habe, die Krise gekriegt, weil da einfach das meiste drin war, wo ich gedacht habe, ziehe ich ja nicht mehr an, kann ich vielleicht mal noch gebrauchen für irgendwelche Zeiten oder was. Löst dich davon. Das ist so befreiend. Und auch da gilt es darum, dankbar zu sein für das, wenn da zum Beispiel ein Kleid drin ist, das du eh schon 3 Jahre immer getragen hast. Lass es los. Sei dankbar für die Dienste, die es dir geleistet hat. Sei dankbar, dass es mal zu dir gekommen ist. Und sei dankbar, dass es jetzt weitergehen darf und jemand anderem eine Freude macht, der es dann im Secondhand-Laden oder dem du es schenken kannst oder was auch immer. Das ist auch eine Art von Dankbarkeit. Mir macht das immer so eine Freude, wenn ich sowas weiterfließen lassen kann, wo ich dankbar bin. Es hat mir Dienste geleistet und es darf jetzt weitergehen. Und wer wird sich jetzt wohl, an dem Teil freuen? Und das verändert so, so viel im Leben. Ja.
Ja, mir ist auch gerade eingefallen, dass ich auf TikTok eine ganze Challenge dazu gemacht habe, aufgezogen habe, eine Dankbarkeits-Challenge über 365 Tage, wo es mir wieder darum geht, auch mal dieses Bewusstsein, diese Achtsamkeit dafür wieder zu wecken. Weil es gibt ja so viel, wofür wir dankbar sein können, dass wir vieles voll aus den Augen verlieren. Und dafür habe ich diese Challenge gestartet. Also kannst du gerne nochmal auf TikTok vorbeischauen. Und da gibt es nämlich jeden Tag dann so einen Dankbarkeitsimpuls, der dich einfach daran erinnern soll, dass schon so viel Großartiges da ist. Und es einfach nur darum geht, es wieder zu finden. Genau. Ja, das war unser heutiger Beitrag zum Thema Dankbarkeit Next Level. Ah, hey. Ah, hey. Von tiefstem Herzen ein Dank an dich für dein aufmerksames Zuhören, für deine Offenheit und dein Sein. In den Shownotes findest du mehr von uns und wie du in unser ProVita-Universum einsteigen kannst. Lass uns gerne in den Kommentaren wissen, was durch unsere Worte in dir in Bewegung gekommen ist. Und unsere Empfehlung ist, lass das Gehörte gerne nachwirken. Spür rein, was dir gut tut und genieße deine ganz persönliche Lebensreise. Von Herzen verbunden, deine Irmgard Anna und Madeleine Viola Milliner.